Völlig fest, Dietriche geht nicht. Okay, dann bringt das alles herzlich wenig. Und wir können auch nicht weiter quatschen. Nee, ist nicht drin, ist schade. Na, dann halt nicht, ne? Dann können wir hier nichts weiter dran ändern gerade. Wirklich nicht? Können wir wirklich nicht quatschen? Nee, na gut. Wir hoffen mal, dass wir den Schlosser hier auf der Karte finden und dass er uns es nicht übel nimmt, dass wir seinen Bruder nicht so richtig gefunden hatten. Warte mal eine Sekunde. Das ging gerade eben aber nicht mit dem Dietrich. Und jetzt schon? Mysteriös. Dynamit hat er gesagt, ne? Aufrüststation, fange an zu basteln. Dafür habe ich jetzt meinen Dietrich verschwendet. So was haben wir doch zu Hause stehen. Mehr nicht? Okay. Ja, Revolver aufrüsten brauchen wir gerade nicht. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Revolver. Ich glaube, da ist nicht mehr viel dran zu machen. Es sei denn, wir schalten später irgendwann irgendwelche Modifikationen noch frei. Es bleibt spannend. Kann ich hier rein? Nee, das sieht auch nicht sehr vielversprechend da drin aus. Mensch, Vagabond, vielleicht kommen wir zurück, aber auch nur ganz vielleicht. Wir ballern rüber zu Semyon. Der ist auch hier. Nochmal alles schön abscannen. Na, fängt die Musik eigene, andersrum, fängt die spieleigene Musik gleich wieder an. Das wäre ganz nett. Und noch ein Stückchen immersive, oh Gott, was ist da? Was ist da? Psch. Was ist da? Sieht nicht gut aus. Das könnte unser Ende sein, wie immer. Oh, so einer ist das. Den kriegen wir hin, mit der Flinte. Warum nicht, ne? Anschleichen ging ja nicht. Ist der den? Ich glaube schon. Ich glaube schon, Mann! Boom! Das ist Blei, Mann! Schönes Bleisalz. Schön überrascht. Eine saubere Sache. Nimmt man natürlich alles mit. Und den Restkram da hinten natürlich auch. Noch mehr Chemikalien, ne? Was soll denn das? Warum macht er denn hier die ganze Zeit seinen Tap-Jump? Obwohl ich nicht double getappt habe. Da schon wieder. Mysteriös. So, den Rest hier noch mitnehmen. Kräuter. Davon kann man nie genug haben. Das dürfen wir jetzt auch nicht entgehen lassen. Komme ich denn dahinter? Ah, hier ist ein Stückchen frei. Noch mehr Chemikalien. Jupp, alles klar. Ein geheimer Geheimgang. Sind wir auf das Schlimmste vorbereitet? Ich will doch mal hoffen. Runter da! Ach so, okay, nee. Hier brauchen wir nicht wirklich lang. Trotzdem cool, dass wir hier den separaten Eingang gefunden haben. Jetzt nochmal rum, genau. Am besten nicht da in die radioaktive Pampe fallen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Oh, da kommt was. Muss ganz kurz die Musik ausschalten. Nein, alles cool, alles cool. Das Spiel wurde gespeichert. Ist hier noch Kram für uns? Ja, aber jede Menge sogar. Besucherregister. Ach du meine Nase. Zeig mal hier. Jelena. Vasil Zapenko kommt zu unserer neuen Direktorin, Lehrer Voroninova. Nochmal. Ich traute ihm nicht. Offiziell ist er ein Techniker aus dem Kraftwerk, aber ich glaube, er ist vom KGB. Das ist schon sehr laut, ne? Ist das jetzt vom Spiel? Ja, endlich. Geht doch. Ich glaube, er ist vom KGB. Denken Sie darüber nach, warum würde Voroninova so scharf darauf sein, ihn so oft zu sehen? Ein einfacher Techniker? Also, weil du die nächste Schicht hast und weil du immer deine Nase in das Geschäft von jemand anderem steckst, bitte tu das nicht. Diesmal nicht. Sei eine gute Empfangsdame. Ja, sehr wichtig. Ich bin mir sicher, dass sich Ihnen jemand anschließen wird, wie immer. Registrieren Sie nicht das Kennzeichen des Fahrzeugs. Genau, diesmal bitte nicht. Das wäre ganz nett von dir. Meine werte Empfangsdame. Oh Gott, ein Glück bist du kein NAR-Soldat. Hi, hi, hi. Warum hast du das getan? Das war meine Beute. Was sollte ich denn tun, bitte? Was hätte ich denn anderes machen sollen? Und mehr können wir jetzt nicht quatschen. Was war deine Beute? Da sind noch Kräuter, ne? Der Typ hier, der war deine Beute? Naja, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Pilze, Kräuter und nicht vergessen, uns fehlen noch 3 Energiesegmente. Oh Gott, nein, nicht noch mehr Strahlung. Können wir sonst nicht weiterreden? Verzeih mir mal bitte, willst du nicht mitkommen in unser Camp? Wir können auch ein paar Leute gut gebrauchen. Nö, er will nicht weiter mit uns quatschen. Kann ich ihm auch nicht weiterhelfen? Wir hätten Frieden schließen können. Der Nächste hätte dir gehört. Ich hätte dir nur Deckung gegeben. Auch wenn du die vielleicht gar nicht selber brauchst. So, mechanische Teile. Jupp, alles klar. Aber dieses Einsatzgebiet kennen wir noch gar nicht. Das ist komplett neu für uns. Und das finde ich gut. Oh, hier ist ja noch einer Mensch. Ist ja richtig dicht besiedelt hier. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Der Technoman, der Technauter, ein Raver, wie er im Buche steht. Wir haben noch genug Platz, ne? Aber wir haben nicht genug Essensration, um den Deal zu machen, richtig? Handeln. Ich muss ein paar Dinge handeln. Wenn Sie sich benehmen, können Sie mit mir handeln. Ich benehme mich immer. Schade, okay, na dann nicht. I gotta go. Tschüss. Wir kommen wieder, wenn wir Futter haben und es nicht vergessen haben. Oh, das ist ja hier wirklich eine richtig schöne Bezugsquelle für Chemikalien. So viele Chemikalien. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Zack, zack, zack. Eine supergeil gemoddete Schrotflinte. Shotgun Shell. Yay. Die nehme ich natürlich auch mit. Was kann die denn bitte? Ist die besser gemoddet als unsere? Statistiken anzeigen. Kann ich mir leider nicht angucken. Warum auch immer. Aber ich kann sie ja zumindest mal in die Hand nehmen. Benutzen. Sieht aber fast genauso aus wie unsere, ne? Ja, so mehr oder weniger. Er wechselt nicht mal die Flinte, wenn ich... naja, bei der anderen Flinte auf Benutzen klicke. Da vorne ist einer, ne? Vorsichtig! Keine Ahnung. Wir bleiben natürlich bei unserer Schrotflinte, die nachgeladen ist. Und den da hinten, den machen wir natürlich mit dem Revolverblatt. Oh, oh, oh. Ist das nur einer? Okay. Ganz nice and stealthy. Wir müssen erstmal hier die Lage checken. Wie viele sind's? Und wie gut sind sie bewaffnet? So, da ist er. Der eine. Bisher ist hier nur eine gelbe Anzeige. Sieht schon mal ruhig aus. Aber meistens sind die nicht alleine. Das Haus hier, da war nichts weiter, ne? Da sind noch ein paar Kräuter. Das ist der Schrank, ne? Oder? Nochmal kurz zurück. Was war das? Woran bin ich hier gerade vorbeigelaufen? Also manchmal habe ich das Gefühl, als ob die Sachen erst später angezeigt werden. Aber nur manchmal. Okay, aber jetzt wieder. Voller Fokus auf den Gegner. Schön stealthy. Vielleicht können wir den einfach, genau, schön wegwürgen. Schön einfach mal wegwürgen. Oh Gott, diese Strahlung. Muss das so schlimm strahlen? Wo ist er hin? Ach, da vorne ist er, ja. Alles klar, gut, dann nehme ich mal den längeren Weg hier in Kauf. In der Hoffnung, dass wir den erfolgreich umlaufen können. Um ihn schön zu Stealth-Takedownen. So, ist er das oder ist das noch einer gewesen? Oh, oh, Strahlung. Strahlung. Oh, das sieht ja nicht gut aus. Okay. So, da ist der eine. Da ist noch einer, da hinten. Okay. Da ist der dritte. Wow, 3 Stück. Ihm ist so langweilig. Naja, dann wollen wir die gleich mal beschäftigen, ne? Psch, psch, psch. Das geht hier gerade gar nicht. Dreh dich um. Geht er hier einfach weiter? Ja. Perfekt. Jopp. Alles klar. Alles klar. Komm, 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 komm. Zieht euch. Das dürfte keiner mitbekommen. Alles klar.
Gleich wieder in die Hocke gehen. Looten. Die Knarre auch. Schade, die müsste eigentlich ganz sein, ne? Hätte ich gut zerlegen können. Die Ressourcen hätten wir verdammt gut gebrauchen können. Jetzt ihn hier. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Jetzt! Okay, cool. Cool. Alles cool. Schön entspannen. Jupp. Oh. Schöner Glitch. Lustig, aber jetzt gerade nicht so. Nicht so förderlich für unser Vorhaben. Da ist der nächste. Oh, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Alles cool. Wo willst du lang? Rechts oder links? Ein Glück haben wir den Radar. Ein Glück haben wir einen Radar. Und du bist der Nächste. Eine saubere Sache hier. Und den Rest könnten wir sogar erschießen. Falls es doch noch eskaliert. Knarre? Haben wir jetzt schon mitgenommen, ne? Lag alles sehr nah beieinander. Ist hier noch Kram zufällig? Ja, gut, den gönnen wir uns gleich. 1, 2, 3. Mehr als 4 werden es doch nicht sein, oder? Kannst du den mal markieren, damit wir den auf dem Radar haben? Macht er nicht, ne? Was für eine Schande, Mensch! Ist hier noch einer vielleicht? Nicht, dass es diesmal einfach mehr sind. Bleibt er die ganze Zeit da stehen? Ja, du bist hungrig. Wir sind alle hungrig. So, jetzt hat er ihn markiert. Schön. Nee, nee, nee. Du bleibst die ganze Zeit so stehen. Habe ich im Urin? Jopp, stimmt auch. Zack. Das ist jetzt aber noch nicht das Missionsgebiet. Also nicht das der Hauptaufgabe. Zack, cool. Schön. Eine saubere Sache. Wie gesagt. Scannen. Wir können. Vielleicht mit ein bisschen Musik. Ja. Schön. Genau so. So habe ich mir das vorgestellt. Ist ganz schön wenig drin hier in den Häusern, ne? Das hätte unser Scanner alles mitnehmen müssen. Mm-mm. Nichts weiter da. Den hatten wir schon, aber hier das Fragezeichen. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und auf der Rücktour nehmen wir die Hauptmission mit. Jupp, okay, raus hier. Ich hab Tab gedrückt für zurück, aber ging nicht. Mysteriös. Sind hier noch mehr vielleicht? Nö, scheint fürs Erste ruhig zu sein. Das ist doch schon mal was, aber da vorne ist noch ein laufendes Auto und da steht auch schon der erste Soldat. Okay. Wir gehen wieder auf Tauchstation. Oh, hier ist auch jede Menge neuer Kram. Und hier wird alles verstrahlt sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsichtig. Nummer 2 wurde gesichtet. Ich weiß auch nicht. This shit is irradiated. Isn't that unsafe? It should be. Why would they order us to do it if Eins. I guess you're right. Jetzt kommt er zu uns, ne? Nee, nicht so wirklich. Aber das werden nicht die einzigsten sein hier. Hier steht ein laufendes Auto. Okay. Psch, 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 psch. Boom! Okay, okay, okay. Loslassen, lass einfach los. Du bist nur ohnmächtig. Du stehst in ein paar Stunden wieder. Oh Gott! Schande, das hat richtig wehgetan. Geh weg, Mann, geh weg. Wo ist der andere? Oh, komm schon. Ungünstig. Das lief jetzt nicht so gut. Gebe ich ja zu. Wo ist er hin? Komm raus. Hab ich ihn erwischt? Ein bisschen. Ich hab ihn gekratzt. Zack! Oh, come on! Okay, ein bisschen T-Planking ist in Ordnung. Ist in Ordnung, können wir mit umgehen. Hier ist noch einer. Wo ist der hin? Den Revolver sollst du ziehen. Wow, ich sehe ihn nicht. I don't know, da ist er. Oh, schön.
Und gleich setzt auch wieder die Musik ein, wenn die Lage hier sich beruhigt hat. Schön, schön, schön. Ressourcenmensch! Und jetzt wollen wir natürlich euch noch looten, meine Freunde. Euer Tod soll natürlich einen Sinn gehabt haben. Einen lootfreudigen Sinn. Haben wir jetzt zufällig die Essensration? Naja. Nein, haben wir nicht. Schande. Na, dann sollten wir uns vielleicht in dieser Runde die Kiste nicht holen. Also die Lootbox beim guten... Wie hieß er nochmal? Na, beim Raver, ihr wisst schon. Genau. Die Kiste lassen wir diesmal beim Raver liegen. Ist alles nachgeladen? Will auch mal schwer hoffen. Alles außer der Revolver. Hm. Da war ein Loch, ne? Ein Eingang. Da gehen wir natürlich rein. Wir wollen uns das Ganze natürlich mal angucken. Das Loch war hier drüben. Oh oh, im Dunkeln ist gut munkeln. Licht. Psst. Nochmal durchscannen. Geht nicht. Ist schon gescannt. Und Licht ist auch schon hier. Die haben hier irgendwas veranstaltet. Ein Underground Techno Festival. Ist möglich, ne? Aber warum haben sie den Raver nicht eingeladen? Der hätte doch spitzenmäßig hier reingepasst. Vielleicht Licht mal wieder ausmachen. Ist ja genug hier. Hm. Nee, hier ist nichts weiter. Aber das Ganze sieht ja einfach mal viel zu gut designt aus, als dass das hier nicht irgendwie noch eine größere Rolle spielen wird. Hm, vielleicht ist das so ein Missionsort, der noch nicht getriggert wurde. Und jetzt gehen wir zu unserem zum nächsten größeren Missionspunkt und schalten hier dieses Gebiet frei. Und dann sind auf einmal hier Gegner. Möglich. Ist möglich. Aber sei es drum, ne? Werden wir gleich rausfinden. Da sind wir hier fertig. Schön. Ach naja, nicht ganz, ne? Noch hier rüber. Und hier war nicht mal ein Fragezeichen. Hm. Zumindest habe ich hier keins vernommen. Kann ich hier durch, ohne den Strahlentod zu sterben? Sieht gut aus. Aber ich werde mal auf Midrange wechseln. Die nächsten NAR-Soldaten sind bestimmt schon irgendwo hier in der Nähe. Ich würde ja auf die VATS-Taste drücken, um quasi das Gebiet abzuscannen. Aber das geht hier leider nicht. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Oh. Das wird ja immer mysteriöser. Vielleicht mal abscannen. Sieht auch vielversprechend aus. Oh oh. Oh oh. Wenn sie schon anfängt zu quatschen, dann bedeutet das meistens nichts Gutes. Also so in der Regel halt. Ich weiß gar nicht, warum der Igor so versessen auf sie ist. Wenn sie ständig so viel Ärger bedeutet. Es sieht so ein bisschen nach ihrem Kleid aus, aber das lag hier schon öfters rum. Das kann es ja dann wohl nicht sein. Hier ist es nochmal. Mal gucken, was uns hier gleich überraschen wird. Ist das einfach nur ein Rundgang? Aber hier ist doch so viel Loot. Da muss ich doch irgendwie hinkommen. Oh. Aber ich komme hier nicht hoch, ne? Igor, Mensch, streng dich an, zieh dich da hoch. Ich weiß, es ist schwer. Aber... wenn es einfach zu haben ist, dann ist es nichts wert. Ach, guck mal hier. Nehmen wir doch einfach das hier. Geht doch. Sehr gut, Igor. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Oh, diese Auslegware. Das ist schon cool. Können wir hier raus oder müssen wir vorher noch woanders lang? Kann ich mich hier rüberschummeln? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Hier ist das Loch, was ich nicht erklimmen kann. Traue deinen Augen nicht. Yay! Wir haben 6 Sozialpunkte zur Verfügung. Aber Michael ist tot. Aber Oliver, ne? Der wird uns das Revolver noch so richtig schön beibringen. Ach, guck mal, hier wäre ein Haupteingang gewesen. Na gut, okay. Oh, eine Goldgrube mal wieder. Wir nehmen natürlich alles fein säuberlich mit. Deswegen sind wir doch hier.
Mechanische Teile. Ein bisschen Essen wäre ganz nett, denn wir haben immer noch sehr wenig davon. Wir können uns nicht ausschließlich ab jetzt von Kürbissen ernähren. Wobei ich ja sowieso recht gespannt bin, wie viel Essensration wir überhaupt davon bekommen. Und ob überhaupt, ne? Hier komme ich aber wieder rein, ne? Dann schnapp ich mir natürlich die Pilze. Hier vielleicht was im Nebengebäude? Nö. Dann wieder rein in die gute Lootstube. Zack. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Vielleicht versteckt sich ja hier der Bruder vom Schlosser. Dietrich, yay! Wir haben nur noch einen, ne? Theoretisch dürfen wir nur noch einen haben. Gar keinen mehr? Tatsächlich. Wir haben gar keinen Dietrich mehr. Ungünstig. Das war nicht so geplant. Aber okay, wir können uns ja dann wieder neue herstellen. Mit nahezu höchster Priorität. Wobei ich schon... Oh Gott! Oh Gott!